grüße euch zu Kaffee, Kuchen, kleine Krieger. Unserer kleinen gemütlichen Talkrunde rund um unser geliebtes Hobby am Nachmittag, versüßt mit einem Stück Kuchen. Also lehnt euch zurück, nehmt euch ein Stück Kuchen, schüttet euch etwas Kaffee ein oder Tee, nehmt etwas Gebäck und genießt die nächste halbe Stunde. Womit wollen wir denn anfangen? Nun ja, wir haben uns so einen netten kleinen Reigen oder Potpourri an unterhaltsamen Themen einfallen lassen und den Anfang macht erstmal unsere Heerschau. In diesem wollen wir euch jedes Mal eine Armee vorstellen. Das kann entweder eine gut bemalte Armee sein, eine thematische Armee, eine umgebaute Armee, halt alles, was man da so draußen findet. Und den Anfang macht Norberts Trollplatz. Viel Spaß damit erstmal. Also, mit meinen Trollen habe ich vor ungefähr 5 Jahren angefangen und sie als Armeeprojekt langsam aus dem Nichts erschaffen. Hier sehen wir einmal so eine kleine Zusammenfassung von allem, was ich habe. Von schwerer Infanterie rechts, über verschiedenste leichte Warbeasts, die sich um meinen Warlock scharen. Im Hintergrund sieht man bereits die Geschützartillerie der Trolle, sei es Beasts oder auch Kriegsmaschinen. Zwischendurch sehen wir einige Magier und verschiedene Schamanen. Hier sehen wir im Hintergrund einen Gargantuan, den Mountain King, verschiedenste Charakter-Warbeasts. Im Hintergrund knirscht eine Tür und wir haben dazu noch verschiedenste kleine Pygmäen, Trolle, Zweihänder und Schützen. Hier sehen wir eine Zusammenfassung von verschiedenen Warlocks mit ihren Charakter-Beasts. Rechts haben wir Borka, den Cackslayer, er vernichtet gerne Bierkrüge und das Ganze in großen Maßen, zusammen mit seinem Charakter-Beast Röck, der seinem Herrn in dieser Tradition folgt. Hintergrund haben wir Gunnbjörn, den Artilleriecaster, zusammen mit Dozer und Smick. Das ist ein Artillerie-Warbeast mit einem kleinen Tück, der pro meine Haubitze schießt. Rechts hatten wir noch Harlock Doomshayer mit seinem Malk. Hier sehen wir eine Einheit Fanblades zusammen mit ihrem Offizier, einem Fanblade Kit Karr. Das sind so ziemlich die Schocktruppen von Trollen, die als Zweihänder in die feindliche Reihen einfach zum Durchbrechen gemacht werden. Man kann sie quasi mit den historischen Doppelsöldnern vergleichen, da auch sie mit ihren Zweihändern einfach nur dafür sorgen, die gegnerische Infanterie aufzubrechen und Schaden zu verursachen. Ja, verschiedenste Effekte, Akzente. Ich male meine Trolle lieber in Grün als im klassischen Blau. Ich komme von der guten alten Ork-Phase aus 40.000. Ich habe gerne früher Grün heute gemalt, habe mich da auch entschieden, bei Warhorse das weiterhin zu machen. Hier sehen wir meine Artilleriebatterie, zwei große Kriegsautos, Kriegsmaschinen, dazu einige Bombertrolle, die mit brennenden Fässern nach dem Feind schmeißen und einen passenden Warlock dazu mit die Hunters Grimm. Das ist ein Warlock zusammen mit seinen zwei Trapper Guys, mit denen sie Fallen auslegen und den Feind aus der Ferne erschießen können. Hier haben wir nochmal eines der Kernstücke meiner Armee, den monströsen Mountain King. Er war einer der ersten Gargantuen, die auch bei Hordes, nachdem die War Machine ihre Colossals bekommen haben, rauskam. Ich habe mich instant in das Modell verliebt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die einzelnen Details anzumalen. Dazu auch die kleinen Pücks und Welpen, die er spawnen kann. Hier noch eine Einheit Pück-Heckenschützen, die sich in einem Haus verbarrikadiert haben, zusammen mit der ersten Inkarnation von Grimm, wo er noch ein Einzelkämpfer war. Hier unterstützt er seine Jungs, um den Feind aus der Ferne zu dezimieren. Als letztes nochmal eine Ansammlung von Magiern zusammen mit einem Trollschriftenträger. Das Ganze unterstützt von einem Solo, Janissa. Und dazu noch eine Einheit Stein, ein Creelstone Bearer Träger, Steinträger. Eine wichtige Kerneinheit bei Trollen, da sie die Panzerung der gesamten Armee erhöhen kann. Zu guter Letzt haben wir hier noch Kalandra und ein Earthborn, allgemein Elemente Trolls. Viele Trolle können sich dem jeweiligen Element, dem sie ausgesetzt sind, anpassen. Das sehen wir hier beispielsweise am Feuertroll und rechts auch nochmal am Säuretroll, die jeweils von hier Horgel, dem Schmied, in den Krieg geführt werden. Wow, da hast du ja wirklich schon eine ordentliche Palette an Modellen,
gesammelt über die Jahre. War auch nicht ganz billig. Aber über die Jahre, wenn man das sich langsam aufbaut, geht das eigentlich immer. So sollte man eigentlich auch Armeeprojekte anfangen. Immer sich was Neues dazu holen, bemalen. Das nächste, dann kann man das über die Jahre auch sich finanzieren. Ja, ich wollte schon sagen, wie lange hast du die Armee jetzt schon? 5 Jahre. 5 Jahre, das ist ja durchaus. Hab zu Anfangszeiten von MK2 angefangen, bin günstig an ein paar Troll rangekommen, habe mich dann über Jahre weiterentwickelt und jetzt aktiv für MK3. Und was war der ausschlaggebende Grund für diese Armee? Wie gesagt, mir hat das War Machine und Horde Spiel gefallen und von dem allgemeinen Design fand ich die Trolle eh am schicksten von allen. Nur halt mit der blauen Haut war ich halt vom Grundprinzip nicht so entschieden und da gefallen. Und da habe ich mich halt für das gleiche Farbschema, wie ich damals auch meine Orks für 40.000 gemalt habe, entschieden und das hat sich dann ganz gut ergeben. Das Karo-Muster für die Kills, die Farbkombination aus quasi Hautfarbe und Blau, habe ich dafür entschieden. Ich besitze selbst einen Kilt und der hat die Kombination Grün-Blau und da ich selbst Hautfarbe trage, hat sich dann gedacht, okay, machst du halt grüne Haut mit Hautfarben und einen blauen Kilt. Passt dann wieder kombinationstechnisch. Okay. Ja, so geht man an der Armee ran. Ja, wollte ich schon sagen. So ein Konzept hatte ich auch noch nicht. Liegt da jetzt ein großer Plan dahinter, was du in deiner Armee aufnimmst, oder nimmst du da einfach alles, was dir an Modellen gefällt oder was kampfkräftig ist? Grundsätzlich erstmal, was mir an Modellen gefällt. Wenn für bestimmte Einheiten, wenn sie frisch rauskommen und ich ein Armee-Thema drum gebaut habe, habe ich mir auch manchmal eine zweite davon geholt. Beispielsweise bei Troll Warders, als sie frisch rauskamen. Erstmal 2 Einheiten bestellt, war nicht ganz günstig, aber schön konnte man anmalen, hat dazu gepasst. Ansonsten halt wirklich erstmal, was einem gefällt und preislich erschwinglich auch ist aktuell. Wird dazugeholt, entsprechend angemalt. Selbst aktiv arbeite ich jetzt an einem zweiten Gargantuan, dem Glacier King. Ob der Seekönig noch oder der Sea King noch dazukommt, schauen wir mal später. Aber so kann man halt nachhaltig immer weiterentwickeln bei der Armee. Wie würdest du jetzt jemanden, der sich für diese Armee interessiert, was würdest du dem raten, wie man am besten anfängt? Grundanfangen kann man gut, ich glaube, weiß nicht, ob es die Armeebox noch gibt, ansonsten auch mit der Battlebox, die sie rausgebracht haben. Der gibt ja auch die Zweispielerbox, da hat man beispielsweise auch die Fanblades, also die Zweihänder mit drinne. Kann man auf jeden Fall empfehlen, ansonsten kann man sozusagen immer langsam angehen. Nach und nach holen, bei War Machine und Hordes, wenn man insgesamt sich eine Armee durchgetickert hat, kann das einen manchmal erschlagen mit dem ganzen Preis. Aber wenn es einem gefällt, soll man einfach sich langsam nachhaltig die Armee aufbauen. Einfach nichts überstürzen. Ja, und ist diese Armee jetzt für, oder wie sagen wir mal, die Sammlung, ist die jetzt eher kooperativ ausgerichtet? Oder ist das einfach die Gesamtsumme allen das, was du gesammelt hast? Wie gesagt, ja, oft sind Neuerscheinungen und was dazugekommen ist, meistens an dem kompetitiven Akt dazugebunden. Ich hatte mir beispielsweise mal einmal eine Liste ausgerechnet, wo ich 2 Kriegsmaschinen brauchte und habe mir danach nach und nach die 2 Kriegsmaschinen geholt. So ist mehr so dieses Zielspektrum, was hole ich mir als nächstes? Ich plane mir eine Armee, was fehlt mir dafür? Das kommt dazu. Aber ansonsten halt, wenn ich mal die Option hatte, irgendwie an ein gutes Bundle an Figuren zu kommen, habe ich das genommen. Und so ist halt immer nach und nach was dazugekommen, weil immer man rechnet sich mal eine neue Armee, eben fehlt wieder mal eine Einheit oder 1-2 Solos dazu, da werden die dich dazu geholt, bei der nächsten Armee brauchst du wieder immer was anderes und so kommt man halt dann über die Zeit immer zu einer größeren Sammlung an Figuren für eine Armee. Es ist ja schon recht ungewöhnlich, dass du da eine komplett bemalte Armee hast, zumindest ungewöhnlich, sagen wir mal, für den War Machine Horde-Bereich. Ja, also von der Menge hier, die meisten haben halt 1-2 bemalte Listen oder auch, ja, wenn auch da die größere Sammlung ist. Wie gesagt, das ist ein Jahresprojekt gewesen, da hat sich das dann angesammelt, dass sich da alles fertig geworden ist. Ansonsten, ja, oft ist War Machine Horzen eher von den angepeilten Aspekt eher so kurzlebig von den neuen Armeen und Regeln, da sie jetzt ja auch immer wieder aktiv dabei sind zu Balancing, finde ich ja gut. Da kommt aber auch immer wieder mal der Aspekt, jetzt bräuchte ich mal das oder bräuchte ich mal das. Ob da viele Leute immer so konsequent sind, alles mit anzumalen, ist da immer die Frage. Ja, hättest du sonst noch irgendwelche Anregungen, was man so machen könnte, um relativ einfach und schnell so eine Armee
so farbig bunt zu bekommen, sag ich mal. Ich persönlich bin bei meiner Maltechnik meistens eher so, man kann es sagen, ein Washer. Zum Beispiel die gesagt, ja, die Armee beispielsweise, das Grün bestand daraus, dass ich eine weiße Grundierung aufgelegt habe, einen Softton von Army Painter einmal drüber gejagt habe, den Grünton von Army Painter einmal drüber gejagt habe und den Strongton einmal von Army Painter drüber gejagt habe. Und das Ganze dann nochmal nachakzentuiert mit einem, ich glaube, so etwas grau-grün, leicht gebürstet und die höheren Akzente nochmal ins leichte Gelb gezogen, damit man noch einen Akzent sieht. So habe ich allgemein viel gemacht. Auch die ganze Hautfarbe ist mehr wirklich mit hin, man kann fast sagen hingewascht, aber ich bin da wirklich immer, ich beginne viele von meinen Armeen meist mit einem Weiß oder einer sehr hellen Grundfarbe und ziehe sie mir lieber ins Dunkle, als dass ich von Dunkel nach Hoch akzentuiere. Das geht schneller und mit zwei, drei guten Highlights kriegt man da sehr schöne Effekte raus. Gut, ich denke, das reicht erstmal zum Thema War Machine Horde, beziehungsweise in dem Fall Trollplatz. Machen wir weiter mit den News. Es wird mal wieder Zeit, über die Neuheiten der letzten Zeit zu reden. Mhm. Ja, Neuheiten sind ja nun mal ein elementarer Bestandteil unseres Hobbys. Ich meine, das ist sozusagen die Schwungfeder, die uns am Leben erhält. Genau, das, was immer weitergeht, damit auch alles frisch bleibt. Genau, der Spice muss fließen. Und wenn man daran denkt, was in letzter Zeit großes Neues released wurde, würde mir und, denke ich mal, 95% aller anderen Tabletop-Spieler sofort Warhammer 40.000 einfallen. Und da hat natürlich Games Workshop die Messlatte meines Erachtens ganz schön hochgehängt. Auf jeden Fall. Das, was sie jetzt neu präsentieren, vor allem auch mit ihren Primaris Marines, wo auch diese Woche direkt die neuen Figuren auch mit angekündigt wurden, kann man sagen, sie schaffen es, designtechnisch sich quasi neu zu erfinden. Mit dem alten Space Marine haben sie ja schon einen Meilenstein gesetzt, aber mit ihrem neuen Primaris Marine legen sie nochmal eine Schippe drauf. Dynamischere Modelle, Figuren, Posen, einfach alles so ein Knacken frischer. Das stimmt und es haut jetzt auch von den Proportionen einfach hin. Das war ja in den letzten paar Jahren, sahen ja dann die Space Marines schon ein bisschen gedrungen aus. Ja, der Rest hat neue Releases bekommen und auf einmal war aus dem guten alten 2,50 Meter Marine nicht mehr so viel übrig geblieben, wenn du neben eigentlich ein nach Hintergrund bis zur Brust reichender Ork den Mann gefühlt halb auf den Kopf spucken könnte. Das stimmt, ja. Da kommen, hauen sie mit ihren neuen Primaris Marines, die jetzt auch sehr passend auf ihrer Base von 32 stehen, recht gut. Ja, das passt richtig rein. Ja, wenn man jetzt hier mal das Cover anschaut, ne, genau. Da ist von den klassischen Marines eigentlich nichts mehr zu sehen. Das sind ja eigentlich alles nur noch Primaris Marines. Ne? Ja, so ist halt auch, sie sind halt storytechnisch so weit weitergegangen, dass halt die Primaris frisch an alle Orden verteilt werden. Da kann man natürlich das Ganze erstmal gut supporten. Ja. Wenn man quasi ein Gottkrieger unter Gottkriegern ist, dann ist man halt nochmal eine Schippe groß. Ja, wir haben ja noch nicht in den Kodex reingeschaut, aber ich befürchte, das ist aber nur meine subjektive Meinung, dass wir ein Schwinden der klassischen Marines erleben werden. Es wird sich wohl hart der Fokus auf die Primaris setzen, das hat man ja auch schon sonst gesehen. Ja, ansonsten bringt Games Workshop noch dieses Jahr insgesamt 10 Kodizes raus. Genau, die nächsten drei haben sie ja schon mal angeteasert. Nach dem Marines kommt natürlich direkt der Antagonist mit den Chaos Space Marines. Dann, ob die dann auch gleich neue Figuren bekommen werden, kann man mal schauen. Denke ich mal. Es gibt einige Charaktere, die in der letzten Zeit geschichtlich mal erwähnt wurden. Da könnten sie auch mal Figuren hinterherjagen. Ich möchte sowas sagen wie Abaddon. Ich meine, die Figur ist nach amerikanischem Standard volljährig mit 21 Jahren. Ich mochte den einen Thema, das eine Post, was ich mal gelesen habe, diese Figur kann jetzt offiziell in Mexiko trinken. Deswegen, der könnte mal ein gutes, frisches Plastikmodell bekommen. Haben sie ja damals bei Zench auch für Ariman gemacht. Mhm. Warum auch nicht den großen Abaddon mal hinterhergeben? Ja, danach sieht man ja schon, es wird dann demnächst Grey Knights geben und was auch passend als Konter zu der Grundbox, auch die Death Guard wird danach ihren eigenen Kodex bekommen. Tja. Überraschend tut mich an dem Dreiergespann ja eigentlich nur die Grey Knights, aber da bin ich mal sehr gespannt, was er da hinterher schieben. Ja gut, ich gehe mal davon aus, dass sie so einen Wechsel machen werden. Gut, böse, genau. Aber du siehst halt hier auch schon mal den harten Fokus, den sie erstmal machen. Imperium gegen Chaos von aktuellen 10er-Völkern ist noch nichts zu sehen. Aber es kommen ja, wie gesagt, 10 Kodizes noch dieses Jahr. Da ist also da ist noch Luft nach oben. Ganz viel Luft nach oben. Ich meine, der neue Kodex kostet jetzt allerdings auch, ne?
40 Euro. 40 Euro wird er kosten, hast da halt 208 Seiten drin, das heißt, du zahlst so quasi 50 Cent für eine Seite, wenn ich mich jetzt nicht ganz so wie man da bei 200 Seiten so 40 Euro. Genau, ja. Mathe ist. Oder ja. Auch nicht, was weiß ich. Auf jeden Fall, für 200 Seiten kriegst du für 40 Euro, 208 Seiten. Hardcover, wollte man auch wieder dazu erwähnen. Naja. Ob du später vielleicht nochmal ein Softcover 5 Euro weniger rausbringst, weiß man noch nicht. Aber auf jeden Fall wirst du dann das kriegen, was viele Leute geschrien haben, dass du mal wieder Regeln für deine einzelnen Orden hast. Du hast ja jetzt mit dem Neu-Release, ist das Einzige, was deinen Orden quasi formt, wenn du das entsprechende Charaktermodell reinpackst. Willst du Ravengard spielen, packst du Schweig rein, willst du Salamander spielen, packst du Vulkan rein, willst du Ultramarines spielen, gibt's Maneus und die Gang. So hast du halt dann endlich mal wieder Optionen, wie du auch ohne namhafte Charaktermodelle halt Ultramarines, Salamanders, Ravengard, Iron Hand spielen kannst und man das auch erkennt, wegen dem unterschiedlichen Spielstil. Ob das Ganze sich dann erstmal balancing-technisch wieder mit einer Art Powerschraube beginnend wieder nach oben schraubt, wissen wir noch nicht. Wir hoffen es nicht. Wir werden dann sehen, wie sich es einzeln anfühlt. Ja, also das Einzige, also ich bin sehr hoffnungsvoll und froh gestimmt, dass da die Codices jetzt in so kurzen Turnus kommt, weil dann könnte es vielleicht sein, dass das in sich stimmig ist. Geschlossen ist. Genau. Das Einzige, was für mich noch so ein bisschen Geschmäckle hat, ist, dass im Grunde genommen diese Indizes, die sie rausgebracht haben, nach einem Monat sozusagen obsolet geworden sind. Na, kann man, also komplett obsolet möchte man jetzt nicht sofort sagen. Es ist halt erstmal schön, dass sie für alles, was erstmal draußen war, erstmal Regeln rausgebracht haben, dass man auch sofort anfangen kann für ein Spiel und für, man kann jetzt noch sagen, für die 20 Euro, dann ist das immer noch okay, wenn es nach quasi anderthalb, zwei Monaten halt durchs Neues ersetzt wird. Muss ja auch bedenken, bis jetzt kriegst du erstmal den generischen Space Marine. Da hast du noch nicht sowas drin wie Space Wolves, Blood Angels, das ist alles im Indice drin. Das heißt, die hast du jetzt noch explizit in dem Indice. Und bis die halt alles ersetzt werden, kann man halt sagen, ich denke mal, ein ganzer Indice wird ungefähr nach einem Jahr vielleicht seinen gesamten Wert oder halt seine Gültigkeit verlieren. Und da war die Einmalinvestition von 20 Euro auf jeden Fall dann wert. Na gut, aber wenn ich jetzt Ultramarines spiele, dann... Wenn du halt genau Ultramarines spielst, dann hast du jetzt für zwei Monate halt den Indice, den großen Kodex und demnächst kriegst du halt ein neues Buch. Ist immer noch im Rahmen. Das stimmt. Hätte ja auch sein können, dass jeder Index vielleicht 40 hätten sie auch ansetzen können, weil die Seitenzahl ist ja auch quasi. Da wäre das schon ein bisschen ärgerlicher gewesen. Für einen 20er geht's immer noch. Ja. Und man kriegt ja nur wirklich auch viel und ich denke mal, das ist ein richtig solides Produkt, was Games Workshop dort oft hinstellt. Also in der Hand gehabt haben wir noch nicht, wir werden vermutlich ein Review drüber machen, weil wenn es ein wichtiges Erweiterungsbuch in der Tabletop-Szene gibt, dann ist es vermutlich der Codex Space Marine. War ja immer der mit der höchsten, sag ich mal, wiederkommenden Sache. Man hatte das Gefühl, jeder zweite Codex war Space Marines. Und ja, da werden sie auf jeden Fall einmal auspacken, was sie sich für die neue Edition halt haben einfallen lassen. Wie man es auch sieht, Armeeregeln, eigene Strategien, wieder mal Warlord-Trades, Psy-Kräfte. Das wird schon einiges sein. Ich bin auch gespannt auf den Hintergrund, ob sie dann auch direkt weitergehen in der neuen Geschichte, wie sich jetzt die einzelnen Orden vom quasi Sturm des Chaos erholt haben, jetzt mit ihren neuen Primaris Marines, wie sie damit umgehen, wie sie jetzt ihre Taktiken dadurch erweitern. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich finde ja schon schön, dass sie in der Geschichte weitergehen. Da kann man sich auf jeden Fall reinlesen. Genau. Und es wird natürlich in dem Buch auch neue Einheiten geben. Ne? Wir haben ja wahrscheinlich. Wir sind ja jetzt schon mit in der Ankündigung drin. Du hast den neuen Primaris Dreadnought, der auch vom Design wieder eine komplette Weiterentwicklung ist. Also weniger von dem etwas statischen Cybot, wo du das Prinzip gefühlt hattest. Kann der Mann sich überhaupt nach rechts und links drehen? Wird der Neuere schon, du siehst Kugelgelenke, du weißt, du kannst dir vorstellen, der läuft, der wird sich bewegen können, ohne wie ein tapsiger Pinguin sich langsam nach vorne zu bewegen. Also da sind sie schon weitergegangen, auch mit ihren Nahkampftruppen, den Weavers, die sie erst in einer Dreierbox klein quasi angeteasert oder quasi als easy to build gegeben haben, hast du jetzt auch die direkte Box, wo du komplett 10 Stück drin hast. Sie sehen auf jeden Fall schon mal schick aus. Ich mag auch das gute alte Darkwing Duck Enterhakenpistole mit 2-1 Risiko und sie ziehen sich einmal das Haus hinauf. Finde ich unglaublich toll. Ja, also die Snapfit-Gesang.
Die gefällt mir wirklich sehr gut, weil dadurch, dass es das pre-painted, oder pre-painted ist ja in dem Fall, sie sind pre-colored. Es ist schon mal pre-colored, das hat schon mal den Vorteil, das heißt, wie bei den kleinen Boxen, selbst wenn die Figuren nicht bemalt sind, du weißt schon mal, welche zu welcher Fraktion gehört. Genau. Das ist immer sehr hilfreich. Ja, das greift auch gerade so in diese ganze Geschichte, dass hier diese unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten, ich meine, wir haben das Starterheftel, also dieses 7 Euro oder was, oder 6 Euro oder 9 Euro kostet das, glaube ich, ne? Dieses Heftel mit dem Marine. Dann hast du ja dieses kleine, dieses First Strike, dann dieses etwas größere und dann halt das Big Bundle. Wie gesagt, mir hätte es persönlich gefunden, also mir hätte es persönlich besser gefallen, wenn sie die kleineren Starter-Sets auch gleichzeitig mit dem großen Starter-Set rausgebracht hätten, weil dann hätten sich wahrscheinlich viele, die die neue Edition anteasern oder antesten möchten, eher für ein kleineres Set entschieden. Natürlich, man könnte jetzt wieder sagen, ein markentechnisch war es gut, sie haben es angekündigt, da war das Buch drin, es hat sich verkauft wie Schnittenbrot. Und jetzt haben sie halt später für den nächsten halt nochmal das ganz kleine Set, wo du, glaube ich, sechs bis acht Puppen auf jeder Seite hast, das mittlere Set, wo du auch schon mal ein Charaktermodell dazu hast, das Fahrzeug und halt das ganz große Set, wo du auch das Buch noch dazu hast. Mir persönlich gefällt auch die Idee, dass du quasi die innere Schachtel immer als Geländestück mit auf dem Feld verwenden Super kannst. Idee. Finde ich grundsätzlich, du hast schon mal 3D-Gelände auf dem Tisch. Du hast, auch wenn es Papier ist, das Gelände Matten auf dem Fußboden. Das heißt, du hast sofort ein Szenario fertig auf dem Feld stehen mit der Box, in der sie es verkaufen. Finde ich eine Top-Idee. Warum das früher noch keiner auf die Idee gekommen ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, HDF-Gelände verkauft sich auch und so viel mehr als etwas gefühlt Pappe mit, da ist noch ein Steg drauf, ist das ja grundsätzlich am Ende auch nicht. Warum nicht gleich die Verpackung mit als Gelände auf dem Tisch? Den finde ich toll. Ja, super Sache. Also dass man da man den Einstieg wirklich seicht. Ne? Seicht, erschwinglich. Wunderbar. Und beim anderen knallen sie dann direkt wieder drauf, ne? Wo man jetzt hier den Space Marine. Ja, das sehen, ist ne? halt, dann, also hast du ja den Primaris Captain oder auch den Skriptor. Den Skriptor. Die waren für Einzelmodelle. Für einen 30er ist das so. Für einen 30er, ja, da haben sie mit den Charaktermodellen haben sie allgemein in letzter Zeit halt auch mal rangezogen. Also früher hast du mal 11,50 für einen einzelnen Plastikcharakter, als sie angefangen haben, die Charakter-Series rauszubringen. Jetzt sind sie halt bei 30 angekommen. Mhm. Ja, der gute Mann ist etwas größer und ja, du wirst den guten Mann vielleicht einmal brauchen. Wem es dann auf jeden Fall recht ist. Schick ist er, möchte ich jetzt nicht sagen. Die sind, nein, sind über alle Zweifel haben sind die beiden Modelle. Und jedem, der sie 30 Euro wert sind, wird sich kaufen und einsetzen. Genau. Das ist in der Sache. Also ich würde mal sagen, alles in allem ist der erste, also die erste Wave, möchte ich es mal nennen, von 40.000 in meinen Augen absolut gelungen. Ja. Da lässt sich nichts dran meckern. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt nun? Wie schlagen sich die neuen Marines? Wie sind die Kodizes? Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Genau, da kann man dann im Zweifel 2,5 Jahre mal drüber schauen, wie sich alles so entwickelt hat und ob sie es geschafft haben, das Spiel am Leben zu erhalten und ob die Angst der Powerschraube wieder eingetroffen ist oder ob sie es geschafft haben, dass auch die ganzen Indizes-Armeen, die jetzt noch ein bisschen auf ihre Kodizes warten können, immer noch in der Lage sind, kompetitiv gegen die Kodizes-Armeen anzutreten. Genau. So, aber 40.000 kommt nicht nur von Games Workshop, beziehungsweise doch, es kommt nur von Games Workshop. Ja, aber auch andere Hersteller möchten diese ganze Sache supporten und dort tritt ein Kickstarter an, nämlich von Raging Heroes, die bringen War Stages und ich muss sagen, das schaut fantastisch aus. Schönste gotische Kathedralen und Gelände dazu. Da seht ihr dann wirklich noch ein schönes. Die haben, also GW selbst ist ja mit ihrem neueren Gelände für 40.000 mehr in diese, möchte sagen, Fabrikschiene gegangen. Da haben sie ja viel. Baustelle trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Mit dem Bagger und so. Also ich sag mal so, die ist schick, ist halt ein anderes Setting. Ja. Sie unterstützen halt jetzt nicht mehr so aktiv ihr altes gotisches Setting, genau, was sie früher hatten. Und da bietet ein Raging Heroes auf jeden Fall ein schönes alternatives Produkt an, was sie auch wirklich sehr gut anzuschauen ist. Ja, also fantastisch. Diese ganzen gotischen Bögen und Türme und tralala. Und es ist halt, ne, pre-painted. Also es ist ja wohl irgendwie bedruckt. Und das ist halt auch immer ein sehr schöner Faktor, wenn du ein Produkt kaufst, es aufstellen kannst, vor allem wenn es sich um Gelände dreht. Genau. Ich meine, ja, Figuren möchte ich immer noch gerne individualisieren, aber vor allem bei Gelände einfach den Vorteil zu haben, ich packe es aus, ich rolle die Matte aus, dann stelle ich das Gelände drauf und das Gelände ist fertig und dann kannst du anfangen zu spielen. Ist ein wunderbares Support für ein Spiel.
glaube ich, auch nicht lange drüber diskutieren. Fraglich ist, was das Ding kosten wird. Also günstig wird es vermutlich nicht sein, weil es ja auch noch ein modulares System ist. Ja. Da hast du halt wieder das gute alte Prinzip von Gelände, wie wir es schon mal hatten. Wie weit ist dir das Gelände? Wie weit ist es dir wert für das Spiel? Und du musst ja bedenken, Gelände brauchst du im Zweifelsfall einmal. Du baust eine Platte dazu auf und dann kannst du die nächsten Tage, Jahre, Wochen auf dieser Platte spielen. Ja, wenn man jetzt mal hier anschaut, wie groß das ist. Ne? Also hier im Hintergrund haben wir ja eine 40.000 Figur. Von der Größenskalierung wirst du da so eine 28-30mm Figur haben. Genau, ja, die Ratchet hier sind so bei 30. Richtest einfach mal hoch und dann hast du halt auch mal ein Gelände, wo, ja, da hast du auch Platz. Ja, das sieht halt genauso aus, wie man das von 40.000 von den Artworks immer so kannte oder aus den Büchern, wenn man sich durchgelesen hat. Riesige gotische Paläste von, was weiß ich, kontinentumgreifenden Systemen. Also da kommen sie mit dem hier auf jeden Fall gut hin. Ja, auf jeden Fall. Hier kann man, glaube ich, auch das System ganz gut sehen. Also hier ist so eine Schiene und das wird dann von oben sozusagen in diese Schiene hineingeschoben und dadurch kriegen sie ihre Dreidimensionalität. Also, ich bin restlos begeistert. Von den Bildern auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie es dann live aussieht. Genau, live ist natürlich dann immer noch die andere Sache, wie gut der Druck tatsächlich dann drauf ist. Hm? Ja. Also hier haben wir ja, jetzt haben sie ja so Fensterfronten und so weiter, die sie dort noch dazu gemacht haben. Boah. Hat auf jeden Fall was. Ja, ist für mich auch eine Frage, warum ist da vorher noch nie jemand drauf gekommen? Es liegt eigentlich so naheliegend, dass ich bei sowas wie 40.000 in diesem Dark Gothic, wo es im Grunde genommen auf jedem zweiten Bild sieht man riesige Kathedralen und Paläste, hat bis jetzt keiner gemacht. Es waren immer irgendwelche Wohnhäuser, Fabrikanlagen und meistens alles kaputt. Interessanterweise ist das hier alles intakt. Ne? Also ich habe jetzt hier... Ja, da kann man halt, was weiß ich, frisch aufblühende Chaoskulte, wie sie versuchen, eine Stadt zu übernehmen. Genau. Oder, was weiß ich, verschiedenste Symbiontenkulte. Es ist alles intakt, es gibt hier keinen... Ja. Ich sag mal so, Gelände selbst kaputt machen, kannst du einfach reinschlagen, das ist dann kein Problem. Das funktioniert immer relativ schnell. Und was sie halt noch dazu bringen wollen, ne, ist dieses... Atelier, also das Einrichtung. Genau, dieses Einrichtungszeug und auch das schaut ziemlich gut aus. Wobei das ist, erinnert mich so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, an das, was wir für Walking Dead hatten, dieses Pappgelände, was so ineinander gesteckt wird. Das war so ähnlich, also gerade wenn ich mir jetzt hier diesen Stuhl so... Ja quasi, oder hier, wenn du mal so einfach so auf den Tisch guckst, dann wirst du schon sehen, das ist etwas sehr hart gedrucktes, vielleicht ist es Plastkarton. Das gleiche siehst du auch hier hinten am Feuer, das ist auch wieder in so einem klassischen Viereck gestapeltes. Ja gut, echtes Feuer wirst du jetzt nicht in dein Gelände packen, da kann man im Zweifel zwar immer noch schauen, aber grundsätzlich der Tisch ist erstmal schick. Ich hätte mir jetzt persönlich bei diesem Taktiktisch vielleicht noch gewünscht, wie man es manchmal auch von vielleicht verschiedenen Infinity-Gelände kennt, dass man quasi mit so etwas Plastik, so etwas hochgeschoben, so einen kleinen 3D-Effekt vorgegeben hätte, aber grundsätzlich ist es eigentlich erstmal sehr schick. Das stimmt, also wie gesagt, also hier sind die Sachen, die Preis und die finale Qualität, wobei die Qualität von Raging Heroes immer sehr gut war. Aber man muss auch sagen, bis jetzt haben sie auch kein Gelände gemacht, sondern Puppen. Ja, muss man auf jeden Fall schauen, wenn man es dann mal live entweder in der Hand hat oder irgendwo dann sehen kann. So viel dazu und ich würde sagen, wir gehen mal in den Malkeller. Genau. Kommen wir zu einem kleinen Bemaltutorial für ein Speed, quasi Speedpainting der neuen Death Guard. Als eine meiner Armeen fürs neue 40.000 habe ich mir die Death Guard auserwählt. Einerseits hat sich angeboten wegen der halben Grundbox, und des anderen bin ich eher ein großer Freund von Nurgle und allgemein Chaos. Zum Grundieren habe ich das Death Guard Grundierspray von GW verwendet. Ich mag den Grünton. Und damit lässt sich halt sehr gut und fix arbeiten. Als erstes werde ich nun die gesamte Figur trocken bürsten. Dafür habe ich von Warpaints, also von Army Painter, mir das Combat Fatigue genommen. Das wird jetzt einmal die gesamte Figur trocken gebürstet. Thank you.
Das Combat Fatigue ist eine gute Akzentfarbe für das Death Guard Grün, da es wirklich leicht über dem jeweiligen liegt und immer noch in diesem gleichen Grün-Grau-Schatten ist wie die Grundfarbe. Als nächstes wird auf alle metallischen Beschläge, jedenfalls alles, was ich dafür erkenne als metallischen Beschlag, und auf verschiedene Abzeichen ein Kupfer aufgetragen. Da hat sich das Balthasar Gold als ganz gut bewährt. Jetzt habe ich einmal Kupfer auf die ganzen Kupferteile aufgetragen, auf die Beschläge, die Innenseiten des Rückenmoduls, die Granaten und die Innenseite des Schlauches. Als nächstes werde ich weiter metallbearbeitend alle restlichen Metallteile mit Ironbreaker anmalen. Das ist ein etwas helleres Metall, da die gesamte Figur am Ende eine Washschicht bekommt, bietet sich das jetzt ganz gut an. Nach dem Metall wird jetzt als nächstes etwas, nennen wir es mal, Gewülztfarbe aufgetragen. Das nehmen wir für die kleinen Tentakel hier oben, den Auswuchs hier unten am Bein und auch Teile der Verkabelungsvermantelung können wir dafür verwenden. Und ein bisschen auch hier hinten den Schrumpfkopfgranate. Dafür verwende ich von Warpaint die Toxic Boils. Das ist ein ganz schöner Pinkton, der sich wunderbar dafür anbietet. Nachdem ich jetzt mit dem Pink hier unten das Gewülzt, hier oben den kleinen Tentakel und die Verkabelung angemalt habe, werde ich als nächstes mit Schwarz, dafür nehme ich schlicht und ergreifend ein Abaddon Black, noch hier unten bei der Waffe den Halfter, hier etwas drunter, die Innenräume der Gelenke, also hier was zwischen den Beinen hängt, anmalen. Und ja, das dürfte dann das Schwarz auch gewesen sein. Ein kleiner Tipp manchmal beim Malen von manche GW-Töpfe haben das Problem, dass sie immer wieder sich schließen. Ich persönlich verwende da gerne so einen guten alten 2 Cent Kaffeerührstäbchen, die ich dann hier oben reinstecke und damit bleibt es offen. Nachdem ich mit dem Schwarz jetzt fertig bin, werde ich noch die fehlenden Lederriemen hier beim Halter der Granaten und hier vorne beim Bolter anmalen. Dafür habe ich mich für ein Orange entschieden. Damit das Orange auch besser deckt, fange ich erst mit einem Rot an. Ich werde also erst hier das Evil Sun und danach das Troll Slayer Orange auftragen.
Auch hier wieder möchte ich offen bleiben. Jetzt möchte es offen bleiben. Jetzt ist auch das Orange drauf. Als nächstes werde ich jetzt mit... komm her du. Etwas Braun und etwas Knochenfarbe. Hier unten den Huf und den Schädel von der Schrumpfkopfgranate anmalen. Jetzt habe ich die Knochenfarbe auf den Kopf und auf die einzelnen Knochen aufgetragen und werde jetzt die gesamte Figur mit Arkax Earthshade waschen. Einmal komplett drüber. Das Wash ist jetzt einmal über die gesamte Figur aufgetragen. Der Vorteil an erst allen Grundfarben und an einmal einem Gesamtwash ist, dass es einen sehr flüssigen und passenden Eindruck zueinander gibt. Die Kanten, die beim Malen standen, verschwinden und es gibt einen einheitlichen Stil. Da der gute Mann jetzt etwas trocknen muss, habe ich noch ein kleines Beispiel, wie man danach weitermachen kann. Als Beispiel dafür habe ich hier Typhus von der Death Guard. Ich habe quasi mit der höheren Farbe, also quasi dem Combat Fatigue beim Grün oder auch dem Pink beim Pink, nochmal einen Akzent auf jeweilige Kanten gesetzt. Beim Orange habe ich als letzten Akzent nochmal ein Gelb aufgetragen auf die helleren Kanten und in das Kupfer hier und da etwas Oxid eingefügt, damit es dem Ganzen noch einen etwas verrottenden Eindruck gibt. Als Base habe ich mich für so eine Art Mars Base entschieden. Das ist recht einfach zu machen und gibt einen schönen Kontrast zur Figur. Alles in allem ist das so eine recht einfache und schnelle Art, Figuren zu malen. Also quasi Grundfarben drauf, einmal ein Wash und dann jeden Akzent nochmal. Das ist recht einfach zu erschaffen. Und damit kriegt man auch eine Armee, die in einem Ton wirkt, fix fertig. Nicht nur Games Workshop hat Neues angekündigt, auch bei Warlord Games bewegt sich einiges. Mit ihrem neuen Fliegerspiel Blood Red Skies, was sie vorgestellt haben, bewegen sie sich jetzt auch in den Markt von, sagen wir mal, flottenbasierten Schlachten im Zweiten Weltkrieg in der Luft. Genau. Gegenüber von quasi, man kann fast sagen, ich möchte nicht das Wort Konkurrenz angeben, aber wir hatten ja vor kurzem erstmal mit Wings of Glory. Wings of Glory, ein Fliegerspiel im Zweiten Weltkrieg vorgestellt. Möchte jetzt auch Warlord wahrscheinlich in den Markt einsteigen. Die sind hier 1 zu 200, wo Wings of Glory 1 zu 100 ist. Und hier wirst du dann mehr so kleine Geschwader ins Schlacht führen. Auch sie starten quasi wieder mal mit der Schlacht um England, also Battle of Britain. Ist immer ein schönes Szenario, wenn man ein Fliegerspiel im Zweiten Weltkrieg vorstellen möchte. Damit können die meisten was anfangen. Und da haben sie auch schon verschiedenste Sachen vorgestellt. Moment. Genau. Wir haben da mal was vorbereitet. Ah, das ist das. Mit dem vorstellen können, aber da sieht man, hat man eben schon gesehen. Da ist das alles, was kommt. Die werden verschiedenste Staffeln anbieten. Erstmal vorgestellt haben sie die guten alten fünf großen Fraktionen des Zweiten Weltkriegs. Du hast Amerikaner,
Briten, Russen und auf der Achsenseite hast du Deutsche und Japaner. Dazu neben den einzelnen Fliegerstaffeln, die es als Set gibt, wie beispielsweise Messerschmitts bei den Deutschen, hast du dazu auch jeweils noch quasi Fliegerasse, die als namhafte Charaktere jeweils in das Cockpit steigen können und dir entsprechende Boni für deine aktuelle Staffel geben können. Persönlich bin ich mal sehr gespannt, wie sie das hier umsetzen werden. Ich sehe wahrscheinlich eher so einen Vergleich, wo Wings of Glory mehr so ein X-Wing ist, wird das wahrscheinlich mehr so ein Armada werden, wo du halt wirklich mit Geschwader nach vorne ziehst und jeweils weniger Aspekt auf den einzelnen Flieger, sondern mehr auf die ganze Gruppe eingehst. Wie genau sie dann wahrscheinlich noch vielleicht sowas wie Boden-Anti-Air und sonstige Szenario hinzufügen werden, kann man gespannt sein. Es sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus und man kann auf jeden Fall gespannt sein, was sie uns da präsentieren. Ja, also ich gehe fest davon aus, dass das ein ziemlich solides Teil wird, denn der Autor ist mit Andy Chambers ja nun mal einer der großen Spieledesigner, den wir so in der Branche haben. Mit dem Urgestein Raumflotte Gothic hat er sich ja mal so ein Markenzeichen gesetzt. Also der weiß schon, wovon er redet. Weiß, wovon er redet, wenn er wieder anfängt, mit Fliegern oder Raumschiffen ein Spiel zu entwickeln. Genau. Dazu kann man noch sehen, es wird wahrscheinlich auch, wir nennen es mal, im Bolt-Action-Universum spielen. Wie da das Crossover wird, kann man gespannt sein. Sie bieten dir ja auch im Bundle jeweils noch einen, sagen wir es mal, Luftwaffenoffizier zur jeweiligen Fraktion an. Fliegerass nennt sie es. Fliegerass, genau. Dazu mal schauen, vielleicht werden dann die Figuren genutzt werden, um im neuen Bolt Action quasi als der jeweilige Luftschlagmarker oder jeweils als Flieger als passendes Design darzustellen, wo jetzt dein Luftschlag führt. Kann man gespannt sein, wie das Crossover wird. Ich bin jedenfalls freudig in Erwartung. Wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres? Genau, also der Vorbesteller, wer es vorbestellt, bekommt es noch zu Weihnachten. So verspricht es Warlord, bekommt es zu Weihnachten unter seinen Baum gelegt, freut sich. Und alle, die es nicht vorbestellt haben, bekommen A, nicht den Fliegerass gratis dazu und B, müssen sich noch bis nächstes Jahr gedulden. Da wird es dann vielleicht ein Osterei. Ja, weil dann, also mehr haben sie nicht gesagt tatsächlich über das Release-Fenster. Also ich bin auch von der Optik, finde ich an sich sehr stimmig, aber das hat mir schon bei Wings of Glory gefallen. Aber auch hier, ne, das sind keine, Moment, wir könnten ja mal, oder? Hier, es sind halt keine Figurenbilder, also wo Fotos von den Figuren gemacht wurden, sondern sind tatsächlich Artworks entstanden. Also hat man tatsächlich mal eine Mark in die Hand genommen. Hat das sich ein Artwork-Designer hingesetzt und auch für die einzelnen Fliegerasse sind sie wahrscheinlich, also ich gehe höchstwahrscheinlich davon aus, dass sie historisch sich einmal da durchgelesen haben. Denke ich mal. Welche berühmten Piloten in welcher Staffel mitgewirkt haben. Denke ich auch mal. Ja, also das ist tatsächlich eins der Spiele. Das kam überraschend aus der hohlen Hand. Mhm. Also man hat es schon auf den Schirm, aber dass es jetzt dann doch so schnell dann so kam, vor allen Dingen so kurzfristig in der Wings of Glory, war schon überraschend. Ja, das kann man so sagen. Das Design zieht sich ja auch recht positiv durch die ganze Geschichte hier durch. Mhm. Wie gesagt, die ganzen Artworks für die jeweiligen Karten, die sie schon vorgestellt haben, erinnert halt wirklich sehr gut an solche klassischen 40er-Jahre-Plakate, die halt überall hangen mit Kommen Sie zur Armee und Sonstiges. Also ich finde das schon sehr designtechnisch gut gelungen. Auf jeden Fall stimmig für das Setting, was sie sich gewählt haben. Ja, also ich bin echt gespannt. Ob ich mir vorstelle, das weiß ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Dafür weiß ich einfach noch viel zu wenig über das Ganze. Aber sie haben jetzt die Beta online. Kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Zumindest mal reinschauen, genau. Und dann ist natürlich die Frage, was wird sich durchsetzen? Wings of Glory oder das Blood Red Skies? Vielleicht existiert es auch Co. Das kann natürlich auch sein, ja. Wobei natürlich, ist schon sehr naheliegend, aber auch X-Wing und Armada existieren ja nebeneinander, genau. Ja. Und Konkurrenz belebt nun mal das Geschäft, also ich für glaub, uns das war ist das auch ganz gut. Ihr großer Aspekt, warum sie es so kurz vor dem Hauptrelease von Wings of Glory noch hinterhergeschoben haben mit, und wenn euch das gefällt, wir hätten da auch mal was vorbereitet. Ja, also schon, also so ein halbes Jahr Vorschau ist schon eine männliche Nummer. Aber Warlord Games arbeitet auch noch an anderen Sachen.
Oh, wir befinden uns demnächst in warmen Gefilden von Australien. Ja, da haben sie nämlich Neuguinea angekündigt. Im Herbst wird diese Erweiterung erscheinen und bringt neben der neuen Kampagne Schlacht um Neuguinea auch eine komplett neue Fraktion mit sich. Und das sind die Australier. Die hatten meines Wissens nach, glaube ich, im britischen Buch eine kurze Erwähnung. Die hatten eine kurze Erwähnung. Ich glaube, ein, zwei Typen, wie du sie einsetzen kannst. Und jetzt kriegen sie halt ihre ganz eigene Fraktion. Ich meine, von einem eigenen Kontinent kann man ja schon mal ein Buch quasi rausbringen. Die Puppen sehen auch tatsächlich, na gut, das ist der Limitierte, der ist auch sehr schick geworden. Yep. Aber die haben dann einen anderen Stil als die klassischen Bold-Action-Puppen. Genau. Muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Scheint ein neuer Scouter zu sein. Also auf jeden Fall eine Entwicklung von ihrem Stil, aber wird sich, glaube ich, sehr gut ins allgemeine Bolt-Action einfügen. Zum Glück sind die Wasserköpfe verschwunden mittlerweile. Die war ja noch so am das Anfang. Das war aber ganz zum Anfang mit ihren ersten Figuren, die sie hatten. Da hatten sie noch einen etwas gestauchten oder. Ja. Und wenn man jetzt so die klassischen Briten daneben sieht, also. Ja. Wow, Lord, da müsst ihr tatsächlich die Kunststoffbox mal austauschen, der Briten, die ist schon... Ja, sie hatten es ja damals schon gemacht, als bei den Deutschen, wo sie von dem alten Grenadierbox zu der neueren gewechselt haben, da hast du ja schon einen massiven Unterschied gesehen. Ich meine, als die Box als Plastik rauskam, war sie auf jeden Fall schick, die erste deutsche Box damals, aber auf jeden Fall hat die neuere Grenadierbox massiv den Rang abgelaufen, auch mit den Optionen, die drin waren. Wenn sie das jetzt für alle verschiedenen Fraktionen durchziehen, ist das natürlich auf jeden Fall ein Gewinn für das ganze Spiel. Ja, also da... ist ein positiver Trend zu erkennen und allerdings, wie gesagt, hat sich diesen positiven Trend Warlord Games damit erkauft, dass sie jetzt dann doch ein paar Produkte im Sortiment haben, die jetzt nicht mehr ganz so nicht mehr frisch, zeitgemäß etwas aus der Art gefallen das sind. Das ist halt dieses, wenn man es möchte, kann man es sich immer noch bestellen oder man wartet halt darauf, dass es einen Resculpt bekommt. Ja, also gerade die ersten Kunststoffboxen, da müssen sie einfach ran. Genau. Ach ja, die Tür, sie knarrt. Ja, natürlich kriegen die hier halt alles. Ne, verschiedenste Waffenteams. Also einmal alles, was man dafür für die jeweilige Fraktion braucht. Mörser. Halt, ich mag auch immer dieses Prinzip zwischen dem australischen Ranger-Hut, kann man quasi sagen, und dazu halt noch der britische Tellerhelm. Ja, es gibt ja wohl auch für dieses Separate Head System, also wo ich diese Köpfe austauschen kann, kann ich dann auch diese, wie heißen denn die, Tropenhüte? Oder keine Ahnung. Sie haben bestimmt einen Namen, das könnt ihr unten mal reinschreiben. Ich würde gerade sagen, wenn ihr den exakten Namen für die Hüte habt, schreibt es bitte in die Kommentare, da fehlen uns gerade die Worte. Ja, die kann man dann auch einzeln, es ging glaube ich so 5 Stück wieder am Gussast, einfach ordern und dann kann ich halt meine klassischen Kunststoffbritten dann auch dazu ummodeln, wenn ich das denn möchte. Das ist halt jeden immer selbst überantwortet, wie sehr man sich auf seine eigene Armee einschließen möchte. So viel also zu den Neuheiten im Bereich Warlord. Genau. Kommen wir jetzt zu, wir machen eine neue Armee. Genau. Für das neue 40.000 habe ich verschiedene Armeeprojekte angefangen. Unter anderem habe ich für Chaos Death Guard und auch für meine Xenos-Völker habe ich die Orks wieder mal ausgepackt. Als Fokus heute möchte ich die Necrons vorstellen. Mit den Spielemechaniken der neuen Edition war ich sehr zufrieden für diese Armee und deswegen habe ich den alten staubigen Rest, den ich da besaß, nochmal rausgekehrt und mir auch etwas Verstärkung organisiert. Was ihr da vor euch seht, ist eine nach aktuellen Punkten 1850 Punkte Liste. Es ist ein normales Battalion und ein Outrider Detachment, womit ich im Spiel auf 7 Kommandowürfel kommen würde. Das normale Battalion wird dargestellt durch den Necron Lord hier vorne und Orican dem Seher. Vor allem Orican ist eins der Charaktermodelle, das mit der neuen Edition einiges an guten Regeln reinbekommen hat. Beispielsweise verleiht er allen Necron-Infanteristen, was abgesehen von der Kommandobarke die gesamte Armee darstellt, eine 5er Rettung.
Und zwar nicht nur gegen Beschuss, wie das normale Kryptekten machen, nein, eigentlich für alles. Und das ist doch recht spielstark, möchte man sagen. Außerdem ist er in der Lage, während des Spiels sich irgendwann quasi aufzusteigen und zu verbessern und zu einem Profil eines Zetans aufzusteigen, womit er dann selbst auch ein knüppelhartes Charaktermodell wird. Was habe ich sonst noch mit? Als Kern meiner Armee habe ich 2 20er-Meuten von Kriegern, die dank der neuen Wiederauferstehungsregel selbst mit dem letzten Mann in der Lage sind, 19 wieder hochzuziehen. Zusätzlich habe ich auch noch eine Einheit Immortals mir dazu organisiert, wofür ich die fehlenden 5 Modelle mir allerdings nachholen musste. Damit habe ich jetzt auch hier eine 10er Einheit. Ich habe mich für das Gauss und gegen das Tesla entschieden, da vor allem mit dem Rüstungsmodifikator von -2 die großen Gauss-Waffen der Immortals besser dafür sind, um Marines aus ihrer 2+-Deckung rauszuschießen. Für das Outrider Detachment habe ich mir meine Kommandobarke und dazu 2 5er-Rudeln Destruktoren und eine 3er Einheitsskarabäen, damit ich auch 3 Einheiten habe, als Auswahl genommen. Ich mag die neuen Destruktoren mit 3 Lebenspunkten, Widerstand 5 und jeweils 2 Schüssen auf ihrer Gausskanone, sind sie in der Lage, tiefe Löcher zu schießen. Und auch hier haben wir wieder das gute alte Prinzip. Solange einer von ein Destruktor von der 5er Rudel noch lebt, ist er in der Lage, den Rest der Meute wieder zu beschwören, was mit 3 Lebenspunkten und Widerstand 5 und einer 3er Dose recht praktisch ist. Durch ihre 10 Zoll Fliegenbewegung können sie sich einerseits gut von Gelände zu Gelände bewegen, andererseits haben sie auch den Vorteil, da 3er Rüstung, Gelände, 2+ Rüstung, sie dank Fliegen auch aus Nahkämpfen wieder raus sich bewegen können und weiterhin ihr Feuer eröffnen können. Ja, alles in allem ist das eine, ich denke mal, grundsolide Armee. Man kann natürlich noch andere Tricks bei Necrons auf jeden Fall einsetzen. Beispielsweise das gute alte Prinzip von, wir nehmen die Busbarke mit Nemesos Handreck und den Gaukler und teleportieren dann einfach den Charakter mit seinem Auto nach vorne, lassen ihn aussteigen und holen dann Vagard Oberyon zusammen mit einer riesigen Meute von Meuten mit nach vorne. Aber ich habe mich erstmal für diesen einfachen Aufbau entschieden, da ich viel von meinen alten Figuren restaurieren konnte. Natürlich werde ich alles nochmal neu, in neuere Farbe anmalen. Nichts Überkompliziertes, aber doch durchaus an die neuere Zeit angepasst, damit man da auch ein unterschiedliches und ein erfrischendes Aussehen erhält. Damit befinden wir uns schon am Ende unserem heutigen Kaffeeklatsch. Ja. Und einer Erdbeertorte. Oh ja, mit Opfern ist zu rechnen. Das ist richtig. Mal gucken, ob wir noch mehr Videos machen mit mehr Torte. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall. Ne? Dann lasst auf jeden Fall einen Like da und abonniert den Kanal und läutet mal die Glocke. Genau, dann verpasst ihr auch auf keinen Fall andere Videos. Denn es kommt ja noch ein weiteres Video in unserer Reihe Sommerexperimente. Die Top 10 hatten wir. Wir hatten jetzt Kaffee, Kuchen, kleine Kriege. Mhm. Und das dritte Format folgt nächste Woche. Dann könnt ihr drüber abstimmen, was euch am besten gefallen hat. Das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir uns, je nachdem, was euch am besten gefällt, mehr widmen und entsprechend mehr Videos produzieren. Genau. In dem Sinne sehen wir uns das nächste Mal. Bis dato. Macht's gut.